Und weiter geht's mit der Nachmoderation. Nur noch ein paar Videos, dann sind wir auf dem aktuellen Stand. Ich wünsche viel Vergnügen. Wir hören und sehen uns. So, wir waren auf dem Weg mit dem Taxi jetzt gleich zu den Docks, weil da scheint es nämlich den nächsten Mord des Rippers gegeben zu haben und Dresden hat uns dann informiert. Ich gucke nur gerade eben, ob wir eventuell noch die 4 Mark 4 Karma-Punkte für irgendwas verwenden wollen. Okay, Reaktionsangriff ist natürlich gut. Sowas wie Watchdog, glaube ich. Das macht Sinn. Ich glaube, jetzt machen wir uns dann auch so langsam auf den Weg, beziehungsweise sprechen noch hier mit der Mrs. Kubota. Was kann ich sonst für dich tun? Was ist Coyotes Kreuzzug? Coyote ist im Royal ausgewachsen, bis ihr gelang, in diesem Leben zu entkommen. Ihr Cousin hatte jedoch anscheinend nicht so viel Glück. Er kam vor etwa einem Jahr nach Seattle und geriet in die falschen Kreise. So gelangte er in Sim-Chips und wurde abhängig von BTL. Coyote überfällt jetzt schon seit Monaten Chiphäuser auf der Suche nach ihm. Ja, okay. Bis dann. Wollen wir das Taxi nehmen? Ja, das wollen wir. Du verlässt die Seam Street Union und machst dich auf den Weg zu den Docks. Der Ripper hat Sam getötet und womöglich hat er oder sie bei seinem letzten Opfer einen Fehler begangen, einen wichtigen Hinweis hinterlassen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. South Seattle ist ein typisches Industriegebiet, düster und dreckig. Der Regen macht es auch nicht besser. Schicht um Schicht von Schmutz vermischen sich mit zurückgelassenen Holzpaletten, die nun in den Tagelöhnern als Möbel dienen. Der Müll sammelt sich in den Abflussrinnen der völlig ruinierten Straße. Heruntergekommen ist noch ein milder Ausdruck. Dein Ziel ist die Lagerhalle des National Transportation Safety Board. Der weniger gepflegte Bereich des Hafengeländes. Das sieht alles wie Scheiße aus. Aber nur hier fühlen wir uns wohl im Dreck. Denn wir sind auch nur sinnlos. Bordsteinschwalbe. Hey, bist du hier, um ein bisschen Spaß zu haben? Weißt du hier was über das Gelände? Nur, dass die Penner hier in der Gegend schon seit Jahren alten Schrott aus dem Laden klauen. Reine Zeitverschwendung. Ja, ansonsten gibt es hier augenscheinlich keine weiteren Informationen erstmal. Die Suche nach einem Nebeneingang ist erstmal erfolglos. Halt! Der Wachmann sieht gelangweilt aus. Er spielt Geisterwesen seiner Waffe, so als könne er jederzeit jemanden erschießen, nur um ihn sterben zu sehen. Hey, du betrittst hier Konzerngelände. Willst du umgenietet werden, du Penner? Ich bin für die Gerichtsmedizin hier, du Polyp. Mach das Tor auf. Na klar, und ich bin Lofrüher, der große Drache. Verpiss dich. Ja, so kommen wir schon mal nicht weiter. Vor allem in dem Street Ninja Outfit kommt das auch definitiv sehr authentisch rüber. Aber da habe ich doch gerade was gesehen. Eine Leiter. Und lauf dran vorbei.
Ich habe die Leiter übersehen. Da blitzt es nochmal auf. Ah! Gut erkannt. Hä, die gehört mir. Wer hat sich denn erzogen? Eine Bande Höhlenmenschen? Die Leiter gehört mir, rechtmäßig mir. Hier, 5 Milliarden, ich will sie mir ausleihen. Dann filmen wir was? Klar, vielleicht noch hier was anderes. Ich hab doch mehr anzubieten. Ja, jetzt müssen wir nur den Spot natürlich finden, wo wir die Leiter aufstellen dürfen. Direkt vor dem Sicherheitsmann. Lone Star. Nette Idee, aber nein, da kommen wir auch nicht lang. Ebenfalls keine Möglichkeit, die Leiter dort anzulehnen. Eigentlich müsste man doch als Street Ninja in der Lage sein, mal eben so mit einem Salto hier über die Mauer zu kommen. Ich glaube, wir müssen noch mit wem sprechen, damit das hier weitergeht. Gucken, wie lange Vergangenheit sich dafür braucht, vielleicht nochmal die Bordsteinspalte anzusprechen, um für eine kleine Ablenkung zu sorgen. Ich glaube, das dauert nicht allzu lange, bis wir doch mal auf die Idee kommen. Hoffentlich. Verpiss dich. Ach, das ist ja der Zwilling der ersten Leiter. Trau dich. Sprich die Bordsteinspalte nochmal an. Oh, wir sind jetzt kurzzeitig ratlos. Das jetzt mal nicht funktioniert, dann muss ich vielleicht zum Magic Editing mal übergehen. Da ist doch die Sprechblase offensichtlich. Ja. Hey, du bist hier, um ein bisschen Spaß zu haben? Ich nicht, aber ein Freund von mir. Wie wär's, wenn du den Wachmann am Zaun um die Ecke ein wenig für ein Zwanni, ne, Freude bereiten würdest? Na gut. Oh, das ist ein echt großes Schießeisen, was du da hast. Das ist die Standardausgabe, Ma'am. Ah, jetzt können wir auch die Leiter da hinstellen. Sehr schön. So. Und wir klettern behende drüber. Und sind jetzt doch auf dem Geländer. Ja, wir möchten dahin. Die große graue Lagerhalle sieht von innen ebenso gewöhnlich aus wie von außen. Eine hohe, mit Stahlträgern und wackeligen Stegen versehene Decke erstreckt sich über eine riesige, zweckmäßige Halle. Wände aus Beton und Stahl wachsen aus einem ebenso beschaffenen Boden. Dies ist ein Ort, um Dinge zu lagern und sonst nichts. Trotz der Stille außerhalb der Halle wimmelt es im Inneren nur so von Lone Star Officers, die ihrer Arbeit nachgehen. Inmitten dieser Aktivitäten liegt das letzte Opfer der Emerald Red City Rippers. Zwischen all den Uniformen denkt niemand daran, sich aufzuhalten. Lone Star oder nicht, du musst deinen Job erledigen. So, wir wollen mit dem Sergeant reden. Sergeant Aguirre. Und da ist der Officer, komischerweise.
Du schon wieder, wie hast du von diesem Mord erfahren? Nicht mal die Presse weiß davon. Also ich glaube, ich will Dresden da nicht reinreiten. Ich habe davon gehört, ich habe meine Quellen. Was auch immer, ich habe Wichtigeres zu tun, zum Beispiel den Emerald City Ripper zu finden, um mir einen Namen zu machen. Wir haben den Computer des Forschers durchforstet und Verdacht, dass sich hier um ein Blackbox-Experte ist das Opfer. Das National Transportation Safety Board, diese Lagerhalle wird dazu verwendet, die Wracks abgestürzter Flugzeuge zu untersuchen, um die Unfallursache zu ermitteln. Das Opfer war einer der wenigen Leute, die das konnten. Wir haben den Computer des Opfers durchforstet und seinen Notizen nachzuurteilen, hat er wohl Geheimnisse weiterverkauft. Der Jota hat alles dokumentiert. Er hat Con-Geheimnisse verkauft? Ha, genau. Irgendein so ein Runner, wie du es bist, hat ihn wahrscheinlich angeknallt und versucht, das wie einen Ripper-Mord aussehen zu lassen, um die Rolle des Konzerns in der Sache zu vertuschen. Hier ist der Schlüssel zu seinem Büro, sieh es dir ruhig an. Ja, wir sprechen aber erstmal mit Dresden, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, eine Reporterin. Shannon Half-Sky. Du bist kein Cop. Sie blickt auf und beugt dich argwöhnisch. Sie ist keine Reporterin. Ich bin ein unabhängiger Ermittler. Der Argwohn in ihrer Stimme verschwindet augenblicklich, sobald sich das Gespräch dem Toten zuwendet. Er ist mein Bruder, ich habe versucht, mit ihm zu reden. Aber ich fürchte, sein Geist ist noch zu verwirrt. Ja, auch wenn mir das gerade nicht viel hilft, wenn ich nur Kontakt mit ihm aufnehmen könnte, könnte ich meinem Bruder vielleicht rächen und ihm Frieden bringen. Bring ihn zum Reden. Ein Geist ist bloß ein Echo und mein Bruder ist in einem sehr zerbrechlichen Zustand. Aber der Geist meines Bruders ist womöglich nicht allein hier. Schließt die Augen und versinkt in Konzentration. Ja, es gibt noch weitere Geister, die vielleicht behilflich sein könnten. Ihr Gesicht verzieht sich. Sie seufzt. Aber ich kann es nicht allein tun. Was brauchst du? In diesem Warenlager hausen die Geister der Opfer eines Flugzeugabsturzes, die zwischen den Welten gefangen sind. Sie möchten helfen. Sie möchten gehört werden. Ich glaube, sie wissen etwas über den Mord. Lone Star lässt mich nicht hinein, aber du scheinst keine derartigen Probleme zu haben. Wenn du persönliche Besitztümer als Opfer findest, könnte ich womöglich einen Geist beschwören, der mit uns sprechen kann. Ich brauche mindestens 2 Gegenstände. Natürlich kann ich das. Ich bringe sie dir. Was hat Dresden für uns? Ghostmaker, arbeitest du immer noch für den toten Mann? Wie du siehst, haben wir es mit einem weiteren Ripper-Opfer zu tun. Also, was kannst du mir sagen? Das Opfer ist männlich, von gemischter uramerikanischer Abstammung, 38 Jahre alt. Der Zustand der Leiche? Ja, Todesursache unbekannt. Mehrere innere Organe wurden nach seinem Tod auf brutale Weise entfernt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Mörder überhaupt wusste, was er haben wollte, bevor er anfing, das Opfer aufzuschneiden. Sonst kann ich leider nicht viel sagen, aber es ist allerdings eine Menge Narbengewebe, das vermuten lässt, dass er vor kurzer Zeit eine große Operation überstanden hat. Da jedoch die Organe fehlen, kann ich nicht feststellen, um was für eine Operation es sich gehandelt hat. Hast du irgendeine Idee, welche Organe fehlen? Naja, der Mörder hat auf jeden Fall seine Lungen entnommen. Je mehr ich mir das alles ansehe, desto mehr habe ich das Gefühl, dass sich die restlichen Organe noch in Einzelteilen im Brustkorb befinden. Sorry, ich stelle keine Theorien auf. Ich bin bloß ein Wissenschaftler, der die Leichen bevorzugt behandelt. Was? Erkennen, dass sich bei den Lungen des Opfers um Transplantate gehandelt haben muss. Das ist interessant. Zugegebenermaßen hat es die moderne Medizin Organtransplantation relativ einfach gemacht, aber es ist noch ein seltsamer Zufall. Bei meiner Position, das ist erst das dritte Opfer, das ich persönlich untersucht habe. Einer der anderen Organgrinders Filialleiter hat sich um die anderen beiden gekümmert. Wenn ich herausfinde, dass noch mehr Opfer Transplantate hatten, sage ich dir Bescheid. Wie schlägt sich Agir? Agir würde den Fall lebend gern von McClersky lösen und seine Beförderung einsacken. Außerdem würde er Nutzer gerne wissen, sehen, wie McClusky vor seinen Vorgesetzten mit leeren Händen dasteht. Er hat bereits versucht, mich zu bestechen, um McClusky Informationen vorzuenthalten. Hast du irgendeine Ahnung, wie viel sein Job heutzutage einbringt? Ich glaube kaum, dass Agia Lohn mich dazu verführen könnte, ihm zu helfen. Ja, ich schaue mich mal um.
Wenn das denn mal der Ripper-Mörder gewesen ist. Weil derjenige so brutal zur Tat gegangen ist. Aber wir gehen jetzt erstmal auf Indiziensuche. Wir brauchen Schmuckstücke, damit die Schamanin die Geister beschwören kann. Ein altes Poster, eine junge Frau mit Sturmgewehr. Ja, da müssen wir uns alles ganz genau ansehen. Schauen wir uns mal die einzelnen Wracks an von Flugzeugen, die abgestürzt sind. Unten war auch noch ein Symbol. Schwer zu sagen, ob dieser Haufen an Zeugs vom Ort eines Flugzeugabsturzes stammt oder ob einfach jemand vergessen hat, den Müll zu entsorgen. Wir durchsuchen. Der Müll ist durchsetzt mit irgendeiner Klebungssubstanz und bald klebt sie auch überall in deinen Händen. Bei deiner Suche entdeckst du eine Reihe von interessanten Gegenständen. Der Ohrring. Der Ohrring besteht aus poliertem Stahl in Form eines kleinen Lachses. Ein intensives, intuitives Grauen erfasst dich, als du seine Oberfläche berührst. Dies muss einer der Gegenstände sein, die du gesucht hast. Der Credstick. Zu deiner Überraschung funktioniert der Credstick noch. Du slottest ihn in der PDA und 200 Yen werden auf dein Konto übertragen. Eine zerbeulte Brotdose aus Blech, die schon bessere Zeiten erlebt hast. Du kannst gerade so das Gesicht eines grinsenden Tieres erkennen. Wir wollten die Brotdose wirklich nicht untersuchen, aber ich habe mir wahrscheinlich gedacht, wenn wir eh schon jetzt die Möglichkeit haben, gucken wir mal auf da rein. Auf dem Boden neben dem Flugzeug sitzen liegt ein großer Haufen Schuhe. Es handelt sich möglicherweise um weggeworfene Gepäck oder vielleicht wurden die Schuhe auch von den Passagieren während des Absturzes ausgezogen. Ich finde nichts Interessantes in dem Haufen mit Schuhen. Da kommen wir nicht rein. Zumindest nicht von dieser Seite. Schon noch jetzt da oben in die Halle zu kommen, reinzukommen. Das scheint das Labor von dem Toten zu sein. Der Kombi. Der Computer ist mit einer zweistufigen Verschlüsselung gesichert. Keine Arbeit für Nichtdecker. Ich nur dumme Messer klaue. Das scheint der Spind des Opfers zu sein. Die Tür ist nur angelehnt. Im Inneren hängen liegen mehrere persönliche Gegenstände des Toten. Zahnbürste. Die blaue Zahnbürste ist noch feucht vom letzten Gebrauch. So riecht nach Minze und Zigaretten. Der Kamm. Als du deine Hand nach dem Kamm ausstreckst, stellen sich die Härchen auf deinem Handrücken auf. Als du den Kamm aufnimmst, beginnt dein Herz wild zu schlagen. Dies muss einer der Gegenstände sein, die wir benötigen. Gut, dann haben wir die beiden Gegenstände, die wir brauchen. Dann kann ja die Beschwörung gleich mal vollzogen werden. Shannon Half Sky. Schöner Name übrigens. Ich habe das Gefühl, du hast genug Gegenstände gefunden. Hier sind sie. Du reißt dir die Gegenstände, die du gefunden hast. Sie schließt die Augen und murmelt eine Weile vor sich hin. Als sich ihre Augen wieder öffnen, glänzen Tränen in ihnen. Danke, diese Gegenstände sind genau das, was ich brauche. Es sollte nicht lange dauern, bis ich... Was zum Teufel ist hier los? McCluskey. Da kommen sie angerannt, ne? Officer Agier folgt dem Schlepptau des Kommissars. Nur für einen kurzen Augenblick suchen seine Augen die deinen. Sie ist die Schwester des Opfers, Sir. Sie... Das ist ein Tatort, Officer, nicht irgendein Trommelkreis der Salish. Das ist ihr Bruder, sie ist involviert. Nein, das ist eine Leiche. Und jetzt raus hier, verdammt nochmal. Komm schon, wenn wir noch länger bleiben, werde ich noch etwas tun, das ich bereuen könnte. Oder noch schlimmer, etwas, das ich genießen könnte. Wir verlassen mit der Schamanin den Flughafen oder das Gelände bis zum abgesperrten Bereich.
So ein Arsch. Sie blickt Beklaske aus der Entfernung feindselig entgegen. Aber es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Ich sollte dankbar sein, dass es dir gelungen ist, diese Gegenstände zu sammeln, bevor diese Idioten alles wegkarren. Können wir den Geist doch beschwören? Nicht von hier. Geister wie diese haben ihre eigene Domäne, an die sie gefesselt sind. Wir müssen irgendwie dorthin hineingelangen. Gekaufte Polizisten verschwenden keine Zeit hier. Bist du sicher, dass du dazu bereit bist? Ich muss herausfinden, was passiert ist. Was auch immer dich dazu bewegt. Aber nach etwas Zeit haben, sollten wir uns wahrscheinlich Unterstützung besorgen. Sie könnte über Nacht Sicherheitskräfte aufstellen. Und ich vermute mal, du weißt genau, wo man die Leute findet, die wir brauchen. Wir grinsen nur. Könnte man so sagen. Gut, ich kümmere mich ums Geld und du findest die richtigen Leute. Sieh deine Hand voll, zerknittert deine Yuan aus seinem kleinen Lederbeutel. Sie beginnt die Yuan zu zählen und überreicht ihr dann das ganze Bündel. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie viel Kohle wir kriegen. Triff mich hier Mitternacht, die Geister werden dann stark sein. Also, ihr scheint zumindest schon mal schamanische Unterstützung verlaut zu haben. Weil wir jetzt ihren Skill nicht einschätzen können. Was machen wir jetzt hier gerade? So, wir wollen zu Union jetzt zurückkehren, um uns die Leute, als die Lagerhalle gerade verlässt, piept ein Kommling und das Gesicht von Coyote erscheint auf dem Bildschirm. Hey Ghostmaker, bist du gerade arg beschäftigt? Ach, Lonsack, gib mir auch einen Piss, wie das Übliche. Die Presse lebt aufeinander. Ich weiß nicht, ob der das schon mal erzählt habe, aber ich wurde im Royal geboren. BTL-Dealer wie Stevie J waren die Bosse dieser Absteige. Herrschen praktisch über mich, als ich aufwuchs. Ja, ich weiß. Wiz. Ich habe einen Cousin namens Gino, er wird schon seit Monaten vermisst, ist vor einem Jahr in die Sprawls abgehauen und hat sich dort mit ein paar Junkies zusammengetan. Üble Gestalten, sie haben dafür gesorgt, dass er von hochgepushten Dreamchips abhängig wird und ihn für alle möglichen Drag eingesetzt. Hab versucht ihm zu helfen, aber er hat mich nur weggestoßen. Dann ist er verschwunden, seitdem jage ich BTL-Labor und Luft in der Hoffnung, ihn zu finden. Du bist auf einem Kreuzzug. Vielleicht, zumindest nennt Mrs. Kubota das so. Diesmal weiß ich genau, wo er ist. Ein alter Freund hat ihn mit eigenen Augen gesehen. Ich mache mich gerade auf den Weg. Paco ist bei mir, aber ich könnte noch eine helfende Hand mehr brauchen. Bist du dabei? Ich brauche dich jetzt. Ja, yeah, I'm on my way. Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich schicke dir die Adresse. Wir sehen uns gleich. Das sind ja unsere künftigen Chama, Paco und Coyote. Die lässt man nicht im Stich. Der runterkommende Häuserblock, an dem Coyote dich treffen wollte, sieht aus wie der Überrest seines sozialen Wohnungsprojekts. Jetzt ist es nicht mehr als eine Müllhalde voller menschlichen Abfall. Du siehst Coyote gemeinsam mit Paco in einer Straßenecke stehen. Ihr Blick huscht beständig von Dach zu Dach, von Tür zu Tür. Obwohl sich Paco nach Leibeskräften bemüht, sagt Coyote kaum ein Wort, als ihr euren Weg an den Häusern vorbeibahnt. Sie läuft zielstrebig voraus, ihre neue Cyberhand öffnet und schließt sich bei jedem Schritt. Es ist schwer zu sagen, ob sie es bewusst tut oder nicht. An der Rückseite eines der Gebäude springt Coyote plötzlich hoch, greift nach einer Feuerleiter und zieht sie herunter. Bortus beginnt ihren Aufstieg zum Dach des Gebäudes. Paco wirft meinen besorgten Blick zu, als wir höher und höher steigen. Danke, dass du gekommen bist, Ghostmaker. Ich schulde dir was. Bringen wir es hinter uns. Ich habe noch Wichtigeres zu tun. Oh hey, hör mal. Ich habe gute Nachricht für dich. Geht um Sams Schwester Jessica. Einer meiner Kontakte hat sie gefunden, während du hier unterwegs warst. Ich habe sie angerufen und gebeten, dich später in der Union zu treffen. Ich hoffe, das hilft. Ja, danke. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Also gut, lass es hinter uns bringen. Mein Cousin Gino sollte in einer der Absteigen hinter der Tür da drüben sein. Nach dem, was ich gehört habe, haben die da drin ein ganzes Labor. Meiner Erfahrung nach hält draußen üblicherweise jemand nach den Bullen Ausschau und im Männern befindet sich eine Wache. Wie schon gesagt, keine Ahnung, wie viel Widerstand wir da warten haben.
Aber die Kerle sind richtig übel, also passt auf. Ich will nur rein, Gino finden und wieder raus. Ich bin dabei, Babe. Lass uns loslegen. Der nichtskönnende Fucker. Hauptsache, er ist dabei. Der Ork sieht unruhig aus. Seine Augen rollen wild in den Höhlen. Er mustert euch drei und schaut, ob noch mehr Leute da sind. Befeucht seine Lippen und nickt durchgehend, als würde er eine innere Checkliste durchgehen. Hoi hoi, wie geht's denn so? Perfekter Tag für einen Ausflug, oder? Sie beugt sich zu dir, flüstert. Er ist ein Zeitarbeiter, tauscht Arbeitszeit gegen Chips, halb Verkäufer, halb Aufpasser, hat wahrscheinlich ein Signalgerät für die Leute da drin.